Hallo Leute, weiter geht's mit Metroid 2. Beim letzten Mal haben wir ganz unverhofft eine Speicherstation gefunden. Und ja, ansonsten haben wir keine Ahnung, wo wir sind. Also ich zumindest nicht, ja. Null. Null. Es gibt hier einige Wege. Ich hoffe, ich bin alle gegangen. Aber ja, weiß ich nicht. Wie hoch will dieser Raum bitte noch sein? Ohne dass irgendetwas von Bedeutung zu entscheiden, das zu sehen wäre. Hier geht's erstmal. Okay, es geht nur dahin. Okay. Dann lass uns mal sehen. Ist das wieder so ein hoher Raum oder. Ja, es sieht so aus. Hier unten vielleicht noch was, versteckt so in der Ecke oder so. Sieht nicht so aus. Gut. Naja, dann besteigen wir mal diesen Weg hier. Da geht's rein. Und da geht's rein. Muss ich mir da aufschreiben? Ich gehe erstmal nach links, behaupte ich mal. Weiß auch nicht weshalb. Ich hoffe, es ist eine Sackgasse. Okay, es sieht schon mal nicht so toll aus. Oh nein! Zum Glück werde ich da immer so hochgeworfen von den Spikes. Weil es würde. Nein! Ich werde sonst extrem wehtun. Ja. Darauf und darauf. Und weiter. Zum Glück war hier kein Metroid drin. Oh Gott, aber hier ist einer. Sofort wechseln. Was für einer. Oh nein, wieder so ein Riesenvieh. Oh mein Gott. Moment, du kannst mir hinterherkommen. Ja. Bam. Oh, und Feuer. Oh, schnell. Oh Gott. Oh Gott, so schnell ich nur drücken kann. Besser könnte es fast nicht laufen. Ja, jetzt hat er mich erwischt, aber es macht gar nichts. Ja. Jeder zweite Schuss trifft. Ja, ja, ja. Jawohl, so in einem Tunnel drin ist echt geil. Ist echt geil. Es ist tatsächlich eine Sackgasse, sieht so aus, ja. Geile Sache. Ja, jetzt sind es nur noch drei. Perfekt. Perfekt. Hui, hui. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon spielen, aber bestimmt zu lange. Für alle diejenigen, die wissen, wie lange man das Spiel, beziehungsweise wie schnell man das Spiel durchspielen muss, um das in Klammern oder in Anführungszeichen beste Ending zu bekommen, die sollen mir das bitte sagen. Es würde mich interessieren, um wie viel Stunden ich meine Spielzeit reduzieren müsste. Ich habe bestimmt irgendwie dreimal so lange oder so. Ah, was ist das da oben? Würde ich gerne reinkommen. Für was ist das da bitte? Weiß ich nicht. Hier könnte ich nach unten gehen. Sehe ich mal kurz nach, was da so ist. Nee, tue ich nicht. Nein, au. Ich gehe erstmal weiter nach rechts. Glaube ich jetzt einfach mal. So, notiert. Ich komme selber nicht mehr. Ich verstehe meine Notizen selber nicht mehr. Ich sehe da nicht mehr durch. Die ganzen Pfeile und da lang und Fragezeichen und Zeugs und Bums und. So, was haben wir denn hier unten? Wasser auf jeden Fall. Keine so. Oh Gott. Oh Gott. Nein, wie soll ich das jemals alles verstehen, wo hier was ist? Wie? Aber ich gehe mal hier entlang. Da ist schon wieder ein Weg. Mann, ich kann. Hallo! Ich gehe hier ständig ohne System lang, irgendwie. Ich. Hä? Weiß ich nicht. Kann es sein, dass ich ständig zwischen den beiden hohen Räumen hin und her wechsle? Oder wie muss ich jetzt das verstehen? Nein, natürlich noch in die Stacheln. Hallo! In die Stacheln gesprungen. Hä? War ich hier schon? Nein, definitiv nicht.
Oh Gott, aber den Kerl erledigen wir so wie beim letzten Mal schon. Heppa, ja, ja. Wow. So, jetzt komm runter. Na, du Drecksvieh. Ja, super. Komm her. Wo bist du jetzt da? Ja, das bringt nichts, ich weiß. Ja, ja, ja. Jetzt. Einfach draufhalten. Nicht es zum Schuss kommen lassen. Scheiße, es kommt immer weiter weg. Ja, so ist wieder gut, so ist gut. Wie viel muss ich treffen? Oh, ja, 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 ja. So geht's schnell. Stirb jetzt. Hahaha. Und da waren's noch zwei. Der Raum hier ist eine Sackgasse. Okay. Langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen um meinen Missile-Vorrat. Ich müsste das irgendwie mal ein bisschen aufgestockt kriegen. Ansonsten habe ich hier wirklich ein Problem. Genau dasselbe mit meiner Energie. Scheiße. Ja nee, wenn jetzt nochmal so ein riesen Vieh kommt, dann habe ich zu wenig Raketen. Definitiv, oder? Weiß ich nicht. Wie viel habe ich jetzt dem Vieh in den Rachen geballert? 50? 40? 30? Weiß ich nicht. Na, ja, und ich verballer auch noch schön alles. Halt, da ist was. Nein? Okay. Dann halt nicht. Mann, verpiss dich doch mal! Scheiß Vieh hier. So, und du gibst mir keine Energie. Scheiße. Okay, vermutlich geht's hier oben noch mal weiter. Ganz bestimmt sogar. Dreh dich um, komm schon. Du siehst zwar cool aus, aber... Nein, nein. Was? Aha. Doch, hier bin ich jetzt quasi im selben Raum wie... Wie am Anfang, oder? Ja, müsste so sein. Müsste eigentlich so sein. Ich hoffe es zumindest mal. Lass mich in Ruhe, du scheiß fliegendes Ding, ja? Ist in Ordnung. Ich müsste jetzt ja im Prinzip nach oben gehen. Komplett, oder? Rechts müsste der Eingang sein, wo ich bereits drin war. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall ist hier was. Einmal speichern, bitte. Complete, ja, danke. Speichern ist immer gut. Ansonsten gibt es ja nichts mehr. Nein. Nein! Oh Gott. Ich wollte schon sagen, nicht runterfallen. Aber ernsthaft jetzt? Kriege ich denn keine Missiles wieder? Die Gegner lassen ja auch keine mehr fallen. Das ist irgendwie extrem dumm. Ja, finde ich jetzt gerade. So, wo komme ich hier wieder raus? Hallo? Da. Ich verstehe es nicht. Ich müsste mir wirklich jeden Raum quasi abmalen. Dann genau einzeichnen. Hier unten war ich noch nicht, oder? Ja, ist... Ah, natürlich war ich noch nicht hier unten. Natürlich war ich noch nicht hier unten, verdammt. Will da auch nicht hin. Ja, darf ich hier bitte wieder rausgehen? Danke. Na, Samus. Wenn du schon springst, dann spring bitte richtig, ja? Danke. So, nein. Oh Gott. Wo sind normale Gegner, die mich aufheilen und Raketen geben? Dann möchte ich jetzt gerne mal nach oben hier. Oben links. Wenn das stimmt, dann wäre ich ein bisschen zufrieden. Ja, ich glaube, das stimmt. Das stimmt soweit. Hier war ich noch nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt noch auf einen Metroid treffen. Das gefällt mir nicht. Ja. Oh Gott, ich bin leicht angespannt. Nur so ganz minim. Moment, ich sehe es mir an. Was ist das für einer? Was ist das für ein Ding? Was? Hier ist gar keiner. Hier ist gar nichts. Hier war ich schon. Hä? Hier war ich schon? Dann habe ich mich bereits wieder verirrt. Nein! Hallo, Samus! Wie soll ich da hochkommen jetzt? Was? Ah, so viel. Aha.
Oh. Oh. Oh! Ja gut, habe ich nicht gewusst. Ich wette, irgendwo wird es da auch nach unten gehen. Irgendwo bei... Unsichtbar... Also, nee, bei... bei Holograph-Stacheln. Hologramm. Oh, nicht Holograph. Wie komme ich auf Holograph? Hologramm, meine ich. Dann jetzt mal hier lang. Wo bin ich jetzt hier? Null Ahnung. Muss ich jetzt hier vielleicht noch nach unten? Ja, laut meinem Plan schon, aber der Plan stimmt so oder so nicht. Wie hoch ist der Raum, bitte? Okay, dann speichere halt nochmal. Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Doch! Und zwar am Anfang des Parts. Oh nein. Das gibt's doch einfach gar nicht, oder? Ging das nochmal hier hoch? Oder war es dieser Raum? Ja, ich behaupte jetzt mal ja. Trotzdem weiß ich nicht, wo wir sind. Ich habe natürlich auch keine Ahnung mehr, für welche Räume mein Gekritzel hier wichtig war. Danke, super gemacht, Samus, ja. L1 steht jetzt da. Warum auch immer. Weiß nicht, was L1 steht. L1. L. Null Ahnung. Hier. Aha. Okay, ich gehe jetzt mal nach links. Ich glaube, da war... Ich glaube, ich bin das letzte Mal schon nach links gegangen, glaube ich. War einfach nur, um zu wissen, dass da nichts mehr ist. Und dann muss ich nach rechts, und zwar definitiv. Obwohl ich ja im Prinzip von da komme, oder? Ja, sorry, den Weg bin ich jetzt schon mal gegangen, aber... Ja. Kann ich jetzt ärztlich wenig dafür. Wie gesagt, es macht mich auch nervös, dass ich hier nichts mehr zum Heilen finde oder so. Oder, wie gesagt, Raketen. Ich bezweifle, dass 30 Raketen für einen Omega Metroid ausreichen. Hier müsste ich doch gewesen sein, oder? Ja, hier war ich auch. Oh mein Gott. Leute, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ja. Ich kann das Ganze jetzt auch nicht mehr die Schuld daran geben, dass es jetzt morgen früh ist oder so. Nee, es ist mittlerweile... was ist eigentlich? 10 vor 2. Ja, nee, nicht in der Nacht. Nachmittag. Hä? Und los geht's. Okay, also hier dieser Raum müsste abgeschlossen sein. Jetzt hier. Nein! Oh, gut. Stimmt, was ich hier auch noch vermisse, ist der Wandsprung. Stimmt. Der Wandsprung. Also, jetzt bin ich hier. So, da unten geht's nicht weiter, ja? Ja, nochmal notiert. Habe ich zwar schon mal gemacht, aber... Ja. Jetzt weiß ich, dass vorne nichts mehr sein dürfte. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich irgendwo noch ein Metroid übersehen habe. Ja, möglicherweise. Irgendwo. Bums. Irgendwo nämlich. Und dann kann ich da weitergehen. Und da unten ist dann noch eine. Und dann... Ja. War es das hoffentlich. Also was heißt hoffentlich? Es sind ja eigentlich nur noch zwei da. Laut meiner Anzeige da unten. Hep. Dann gehen wir hier hoch. Kann ich hier eigentlich auch abspringen? Ja, im Prinzip schon. Aber es bringt mir nichts. Ich frage mich nur gerade, ob ich nicht vielleicht doch lieber so hochgehen will. Dann sehe ich auch, was links und rechts ist, wollte ich gesagt haben. Aber nö, Samus hatte keinen Bock, den Space Jump auszuführen. Zu meiner Zufriedenheit auf jeden Fall nicht. Ja, mal wieder runter hier. Nein, nein, als Ball will ich da hoch. Als Ball. Ja. Wo ist denn das Ende? Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Super. Super. Ja, meinetwegen. Mehr gibt's hier nicht in diesem Raum hier? Kann ich jetzt fast nicht glauben. Von rechts bin ich gekommen und links gibt's nichts?
Doch, geht doch. Ja doch, geht doch. Geht ja. Aber... hier ist wieder so ein extrem hoher Raum. Einmal ganz nach unten fallen lassen. Na, du gehst bitte weg. Dann kann man hier durchgehen. Ja, aber warum tue ich das eigentlich? Weil, wie gesagt... wie gesagt, ich habe eh keine Chance mehr gegen so einen starken Metroid. Ohne Raketen ist das ein bisschen scheiße. Na, nein! Hoch da. Hoch da, habe ich gesagt. Da haben sie sich wirklich viel überlegt, dass man die Stacheln zerschießen kann. Doch, da haben sie überlegt. Muss ich zugestehen. So, den hier haben wir erledigt, oder? Den hier haben wir erledigt, ja. Okay, schön. Schön. So, machen wir mal ein schönes Bild hier. Leute, das war's bereits wieder für heute mit Metroid 2. Vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr noch die Nerven habt, mir wirklich dabei zuzusehen. Vielen Dank für die Unterstützung und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.